So, ja, moin Leute, hier ist wieder Seta, aka Devilmaus von YoungFamily.de und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Green Hell, natürlich den Story-Modus. Und ich gucke gerade, ob hier noch alles richtig ist. Ja, sieht soweit okay aus. Ich werde natürlich auch schon mal aufs Ingame-Bild umschalten, Sekunde, zack. Und ja, wir waren ja im Story-Modus, haben ein Ende ja schon gesehen bisher und ja, wir werden jetzt gleich noch das zweite halt sehen. Beziehungsweise, ja, ich brauche noch ein bisschen Arbeit bis dahin tatsächlich. Ich guck mal gerade, wie gesagt, soweit sieht jetzt eigentlich alles okay aus, ja, 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 ja. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal auf Spiel an. Und wir hatten ja beim letzten Mal bei beiden Enden gleichzeitig nochmal abgespeichert. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal das untere. So, zack. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, dass wir, also ich weiß, was The Cure halt ist. Ich habe ein bisschen privat auch so mal gespielt natürlich, ein bisschen rumgeforscht halt. Es gibt ja da diesen einen Automaten an diesem Zelt halt, wo man verschiedene Sachen halt durchscannen kann. Und ich habe eigentlich alles durchgescannt, bis mir ein paar Sachen aus der Story halt aufgefallen sind, die ich gleich dann aber dann noch zu gegebenen Zeit natürlich erklären werde.
ja, worauf ich gekommen bin, was The Cure halt ist. Ne, eigentlich, ja, macht Sinn. Ne, sag ich mal so, aber ihr werdet es halt später natürlich noch sehen. So, ja, spiel dann. Gut. Genau, wir haben ja hier gespeichert vor dem tollen, eingeborenen Dorf. Ne? Und hier mussten wir halt den letzten Trank dann halt zubereiten und dann war halt das erste Ende. Wir werden aber uns jetzt nochmal zurückbewegen. Ich guck mal gerade. Genau, hier war der Trank noch. Ne? Den müssten wir noch einmal brauen halt. Die Zutaten dafür tatsächlich haben wir auch dabei. Einmal das hier. Und genau, das hier auch noch, die Psychotheria. Und natürlich die tolle Wurzel. Nichtsdestotrotz, wir sind zum voll. Ne, wir haben ja auch hier gespeichert halt. Da drüben brennt auch nochmal ein Feuer. Trotz all dem, wenn wir mal auf der Map halt, befinden wir uns gerade eigentlich. Moment. Hier. Ne, bei dem Tribal Dorf. Und wir müssen halt wieder zurück halt zu den Zelten. Und ja, wie wir jetzt genau da zurückkommen, müsste ich tatsächlich nochmal überlegen. Also ich glaube, wir mussten dann den Berg halt hoch, ne? Schon ein paar Tage halt her, wo ich wieder gespielt hatte, tatsächlich. Ich muss jetzt ab und zu mal rüber gucken, sieht aber alles okay aus. Gut. Ja, Uhrzeit, was sagt die Uhrzeit? 13 Uhr, eigentlich auch eine perfekte Zeit loszugehen. Wie gesagt, gespeichert haben wir, ne? Sogar doppelt tatsächlich. Wir werden uns jetzt nicht den Trank halt machen, sondern wir werden halt wieder zurückgehen. Ich weiß gar nicht, sind wir hier? Wir sind irgendwo von runtergekommen, ne? Wo war denn das? Da hinten irgendwo, ne? Jetzt muss ich mal selber tatsächlich gucken, ne? Ich war hier noch nicht so lange in dem Gebiet, tatsächlich. Ist aber nicht so dramatisch. Wir machen uns jetzt mal auf den Weg und wir müssten ja eigentlich zu. Moment, kann ich ja mal eben gucken. Zu. Ich glaube, das war hier in den Zelten, ne? Oder in dem. Wir werden erstmal das hier gucken. Zu 28:33. Okay. Schlaue Uhr, was sagst du? 28:33. Das heißt, wir müssen Richtung Osten auf jeden Fall. Und Richtung Norden, Nordosten. Also da hinten ist schon eine ganz gute Richtung auf jeden Fall. Da laufen wir jetzt erstmal hin. Ja, ansonsten alle natürlich die Zuschauer oder sowas. Könnt auch gerne im Chat, ne, was fragen oder sowas halt. Das erste Ende haben wir im gestrigen oder im vorgestrigen Stream? Ich glaube im vorgestrigen Stream. Haben wir das erste Ende schon gesehen. Aber hier kam man nicht direkt, ne? Bin mir gerade relativ sicher, dass man hier nicht direkt rauskam. So. Ja, hier sind wir auch wieder direkt am Dorf. Okay, alles klar, ich verstehe. Ist nicht so schlimm. Wir werden jetzt einfach mal den normalen Weg. Ich glaube, muss der da hinten irgendwie runterlatschen oder sowas halt eine ganze Weile. Ne, willst du? Ich würde sie gerne nehmen. Ich darf sie aber nicht nehmen. Okay. Die sollen nicht gegessen werden. Gut, soweit hatten wir eigentlich alles am Start halt. Ich guck mal gerade noch, ob wir Kokosnussschalen mitgenommen haben. Ich glaube nicht. Genau, Kokosnussschalen werden wir noch holen. Die habe ich, glaube ich, noch hier drin gelassen. Das heißt, wir müssen hier einmal rumrennen, ne? Wir kommen hier nirgendwo auch durch. Ich würde hier so gern durchgehen. Oben drauf kommen wir auch nicht, oder? Ah, nicht wirklich. So, das heißt, wir gehen noch schnell mal rein, holen nochmal ein paar Kokosnussschalen und dann machen wir uns Richtung diesem Weg hier auf. So. Wo haben wir den hingepackt überhaupt? Hier vorne, ne? So, trinken. Einmal mitnehmen. Zweimal mitnehmen. So, obwohl. Halt, stopp. Nein, nicht den Verband. So, kriegen wir euch hier noch irgendwie. Blätter. Brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne? Warte mal, wir nehmen aber mal. Können wir den Dreier-Stack mitnehmen? So, die zweite vielleicht noch. Ah, okay. Passt noch irgendwie rein. So, das lassen wir hier. Gut. Jetzt wird es aber langsam schon dunkel, ne? 15:40 Uhr.
Egal, wir machen uns jetzt auf den Weg. Ne, wir können ja zwischendurch uns zur Not halt auch noch eins bauen. Aber ich denke mal, wir sollten ja eigentlich relativ gut wieder wegkommen. So. Genau. Ich weiß gar nicht, sind wir so weit gelaufen, wo wir runtergekommen sind? Ich will mich auch jetzt gar nicht so viel umschauen, wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, gut, das ist ein neues Gebiet halt. Aber hier ist auch ein See. So, und Primechen, schreib mich nicht an, ich bin sensibel. Du weißt das doch. Achso, das hatte ich hier auch noch nicht gesehen, so ein Steg tatsächlich. Ne? Auch ganz cool. Große Schale leer. Alles klar. Hier hat anscheinend jemand geangelt. Gut, aber eigentlich wollen wir nur zurück. Aber das kriegen wir schon hin. So, dein erster Tier 10er. Und welcher ist der erste? Erzähl mal. Theoretisch müssten wir nur eigentlich da irgendwo hochlatschen, ne? Ich bin noch der Meinung, dass wir hier irgendwie runtergelatscht sind. Eine ganze Weile. Die Montana. Okay. So, was hatte ich gesagt eigentlich? 28, 34. Ja. Ja. 28, 34. Ja, hier ist schon ganz gut jetzt in die Richtung. Aber ist ja cool auf jeden Fall. Freut mich für dich. Also ich glaube, mir würde halt nur das Geld fehlen. Die Erfahrung oder sowas hätte ich auch noch. Aber ich spare ja gerade freie Erfahrung und so ähnliche Sachen halt auch noch. Fuck ey, wo sind wir hier nochmal reingekommen? Ich weiß es gerade nicht mehr hundertprozentig. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. So. Kann man da auch wieder hochklettern? Ah ja. Okay. Wir haben ja zum Glück unser Seilschussgerät. So, Seattle habe ich. Achso, Seattle? Warte mal, Seattle und Salem. Seattle war der aus dem normalen Stammbaum, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Neuer Ort auf der Karte. Welchen Ort hatten wir denn hier bitte noch nicht? So. Sind wir hier hochgeklettert jetzt? Ich glaube, hier ist der neue Ort jetzt. Hier gehen wir gerade falsch eigentlich. Ich glaube, hier unten mussten wir, sind wir reingekommen. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, normal T9. Ah, okay, alles klar. Ja, dann meinen wir gleich. Den habe ich schon tatsächlich. Fuck. Ich will hier eigentlich gar nicht lang. Dann gehen wir mal runter. Ich überlege gerade, wie wir hier reingekommen sind. Sind wir hier durchgekommen? Ich glaube, wir sind sogar hier durchgekommen, ne? Das heißt, wir gehen mal zu, ja, sagen wir mal, 31, 33. Gehe ich nochmal zurück. Das schaue ich mir in einem anderen Stream halt, hier gehe ich im anderen Stream nochmal lang, meine ich. So, können wir jetzt auf einfach wieder so abseilen? Okay, er macht komische Geräusche. Und er hat es geschafft. Ohne sich was zu brechen, das ist schon mal gut. So, theoretisch müssten wir jetzt eigentlich auf der Map genau hier unten jetzt davor stehen. Also das heißt, wir werden hier so lang gehen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, ob wir... Wir müssten, glaube ich, hier rüber gekommen sein, ne? Also bis zu 31, 33. Da werden wir jetzt uns hinbegeben. So. 31, 33. Eigentlich müsste es hier tatsächlich irgendwo dann lang gehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hier runtergekommen sind. Verdammt, das war so ein langer Weg noch, das weiß ich. Aber wo war der? Vor allem wird es jetzt auch gleich wieder dunkel. So, aber ich bringe die Iowa erstmal auf Elite. Okay, mach das mal. Wo
war das, wo wir runtergekrochen sind? Zum Dorf. So, 31, 33, ne? Eigentlich gehen wir in die richtige Richtung. Huch. Ist aber noch nicht ganz so weit. So. Ich glaube, hier war der Weg, ne? Ich glaube, hier sind wir runtergelatscht. Hallo, Eidechse? Ich glaube ja, ne? Ja. Ich kann mich, glaube ich, noch dunkel daran erinnern. Das müsste hier eigentlich der Weg sein. Sieht schon geil aus jetzt auch von der Stimmung. Genau da unten ist das Dorf. Uah, ich muss aufpassen, dass wir jetzt hier im Dunkeln nicht runterfallen. So. Loots. Ja, und ansonsten halt, bist du schon auch aus der Schule zurück oder was? Primechen, erzähl mal. Hätte ich theoretisch eine Fackel bei? Nee, hätte ich theoretisch nicht. Ich weiß gar nicht, hatten wir uns irgendwo hier ein Dings gebaut? Auf dem Weg? Ich weiß es gar nicht mehr genau. So, hier ging es doch irgendwo hoch, ne? Aufpassen. Ich glaube, hier war so... War das der Weg hier hoch? Boah, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich glaube ja. So, hier müssen wir nämlich nachher auch wieder zurück halt. Deswegen ist erstmal mehr. Hier haben wir noch einen neuen Ort. Verdammt. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir jetzt unten an der Höhle. Okay, alles klar. Müssten wir jetzt ja bei 30, 36 sein. Ja gut, fast. Gut, ich würde mal sagen, wir machen uns hier mal... Haben wir hier irgendwas in der Nähe, was wir verbauen können? Ohne hier gleich irgendwo runterzufallen. Ja. Machen uns mal ein Feuerchen. Aber wir können dann nicht schlafen. Verdammt. Und wir haben auch wieder irgendwas. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht die neuen ganzen neuen Orte erkunden, sondern... Wollte eigentlich schnellstmöglich wieder zurückgehen. Aber so ist es nochmal. Was nochmal? Was? Wie? Was meinst du, Prime? Hier sehe ich halt so gut wie nichts, ne? Hier läuft doch irgendwo ein Skorpion rum, da. Jo, genau da. So, einmal Skorpion tot. Okay, ich will noch irgendwas rumkrabbeln. Wo sind wir jetzt hier eigentlich? 29,37. Also wir gehen hier eigentlich eher Richtung... Jawohl, 29,37, dann sind wir hier unten, ne? So, ich will aber eigentlich eher Richtung Nordosten dann. Muss ich mal gucken. Komme ich hier in Richtung Nordosten? Nordosten wäre da lang. Das heißt, da lang begeben wir uns jetzt auch mal. So, meine Frage. Hatte ich was gefragt? Ich stecke Kurzzeitgedächtnis. Ne, gefragt hatte ich eigentlich nichts weiter. Glaube ich. Wenn es mir wieder einfallen sollte, dann sage ich natürlich Bescheid. So. Ist die Frage, kommen wir doch wieder zu den Zelten zurück? Oh. Kleine Ladelecks. Sorry. So. Hier ist auf jeden Fall auch ein Gebiet, wo ich noch nicht wirklich gewesen bin, sage ich mal so. So, bei unserem Glück kenne ich mich ja, wir fallen direkt wieder runter. So, hier geht es auch nochmal so Höhlengänge weiter und so. 27,36. Das heißt, 36. Hier unten sind wir. Na, vielleicht kommen wir hier direkt wieder zurück. Das wäre auf jeden Fall ganz gut. Ich will mal kurz hier vorne gucken. Hier geht es auch noch weiter, ne? Huh. Irgendwas komisches gehört.
Okay, wir machen uns hier mal ein kleines Nachtlager, würde ich sagen. Hier haben wir nämlich, glaube ich, ein paar Sachen. Hier möchte ich nicht unbedingt runterfallen. Haben wir hier noch ein paar Bäume und so? Ja, wir könnten uns hier nicht mal einen Hüttenunterstand bauen, ne? So, hier geht's natürlich... Jo. Okay, schon mal spannend auf jeden Fall. Ich war hier noch nicht gewesen, also... Zwei Lurche rennen hier auf jeden Fall lang. So, 27, 35. Okay, da geht's nicht weiter. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft geht's hier irgendwann mal weiter oder so. Das ist voll das Labyrinth hier. Und tendenziell bin ich am Überlegen, ob ich hoffentlich Richtung des Zeltes zurückkomme. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ah, hier ist unser Startzelt, ne? Eigentlich müssten wir jetzt hier so lang gegangen sein. Ist aber gut, weil wir, dann können wir nämlich das Omega, dann war das nämlich hier gewesen. An einer der Zelte war das, auf der Insel war das nicht, hier war das glaube ich auch nicht. Das müsste dann eine von den beiden gewesen sein. Hier ist also unser Startzelt, ne? Okay, da habe ich voll die Anfangsdings voll verpeilt. Auch nicht schlecht. Wir schauen mal, ob wir aber hier jetzt irgendwas vielleicht Neues oder so haben, übersehen haben. Is this... What the hell happened here? Ja, was ist hier nur passiert? Nicht wundern, wir schauen uns mal einmal kurz ohne Cam um. Ja, wir sind wieder am Anfang zurück. Nein, natürlich nicht. Wir werden jetzt aber zu einem anderen Zelt uns begeben. Ich glaube, da kommen wir hin. Ich hoffe es. Aber erstmal schauen wir uns natürlich hier um, was hier passiert auf jeden Fall. Schon mal ein bisschen vermoost und so. Das ist schon eine Weile her, wo wir mal hier waren, würde ich sagen. Schade, dass wir es jetzt alles nicht beim Hellen. Warte mal, wir können uns aber hier doch hinlegen, oder? Das Bett wird doch bestimmt noch gehen. Ja. So. Wie spät haben wir es? 23 Uhr. Wir sind sogar perfekte Zeit hier. So, erstmal kurz einmal weg. Und wir schlafen einmal durch. Und dann schauen wir uns um. So, Schlaf. So, ein Feuerchen machen wir uns natürlich dann hier auch wieder. Drinnen konnte ich das nicht machen, oder? Feuer? Na, hier ging das gar nicht, ne? Gut, das heißt, wir müssen uns hier auf jeden Fall auch was Kleines aufbauen. Dann machen wir es erstmal anders. So. Dann machen wir uns hier einen kleinen Rahmen hin. Zack. So, nehmen wir unsere tolle Axt. Da es gerade regnet. Sekunde. So, dass wir hier Wasser in der Nähe hatten, wussten wir auch. Ja, wie gesagt, wir werden uns schnellstmöglich... Also wir sind jetzt gerade hier, bauen uns jetzt gleich einen Unterstupf halt. Und werden uns dann hier auf dem Weg dann halt machen, würde ich sagen. So, bis wir hier kurz einmal speichern. Gut. Das füllt sich hier, ne? Alles klar. So, und irgendwie habe ich jetzt auch gelesen, man kann auch irgendwie beeinflussen, in welche Richtung die Bäume fallen, aber so sicher bin ich mir da ehrlich gesagt noch nicht, wenn ich ehrlich bin. So, eins. Theoretisch müsste er jetzt hier nach rechts wegkippen, ne, wenn ich jetzt hier so gegenhaue. Aber ich wusste zum Glück. So. Schon 360 gratuliert. Tatsächlich noch nicht. Ich wusste es. Ich habe noch gar nicht ins Forum heute geschaut, weil normalerweise gucke ich ja da eigentlich oft rein. Lange Stock. Was ist der zweite? Da. So, die Scheite müssen ja hier auch irgendwo noch rumliegen. So, einer. Einen haben wir doch noch irgendwo, ne? So, ist nicht so schlimm. Lass mal schnell wieder zurück. Hat der heute oder hat der ja schon? So als Frage.
So, Liane. Gut. Das heißt, wir brauchen noch ein paar Scheite. Nehmen wir den hier mal. Also ich werde ihn bestimmt gratulieren, aber ich habe es jetzt noch nicht gemacht. So. Zack. Na. Nehmen ihn mit. So, die langen Stücke waren ja auch, ne? So, und noch einer. Wo ist der zweite? Der liegt hier bestimmt wieder irgendwo verstreut, oder? Ah, hier. So. Jetzt sollten wir erstmal grundlegend alles zusammen haben. Holzscheit. Zack. Drei. So, jetzt hat es natürlich aufgehört zu regnen, jetzt wo wir uns hier einen Unterstand bauen. Ist immer so. Das Spiel mobbt mich. So. Na, den will er nicht. Sollte aber jetzt auch reichen, denke ich mal. Na? Ich hoffe, ich habe genug Seile. Eins, zwei, drei. Siehst du, da fängt es schon an. Haben wir wieder nicht genug. Weiter so Spiel? Was? Was meinst du? Wann hat er denn Geburtstag? Also schreib mir das mal nochmal bitte. Das wäre nochmal ganz cool. Weil du geschrieben hast. Ob ich ihn schon gratuliert haben. So, wo haben wir jetzt was? Hier nicht. So. Gut, das sollte jetzt aber reichen, hoffe ich. Zack. Dann noch ein Dach drauf. Palmdach, würde ich sagen. So. Und, wo ist die erste Palme? Da nehmen wir die hier. Mit dich ärgern? Was? Nein. Warum soll mich das Spiel ärgern? Ich habe es ja schon gestern oder vorgestern, wo ich das letzte Mal gestreamt habe, durchgespielt. Und ich weiß aber jetzt auch noch das zweite Ende. Und da bin ich jetzt noch auf dem Weg hin. Das wollte ich nämlich noch nachreichen. Auch für später für YouTube natürlich. Ne? So, deswegen sind wir jetzt hier gerade auf dem Weg dahin. Und bauen uns hier nochmal einen kurzen Zwischenspeicherer. Ich meine, schlafen kann ich ja drin. Da muss ich ja nichts bauen. Ist hier noch irgendwo so eine andere Palme? Na komm, hier. So, da ist übrigens ein Holzscheit. Ne, ein Stock. Und ein kleiner Stock. Das sah eben gerade aus wie ein Holzscheit im Zoom. So, eigentlich sollte das jetzt reichen, ne? So. Gut, das Blatt legen wir ihm ab. Genau so sollte es liegen. Und dann machen wir jetzt noch schnell ein Feuerchen rein. So. Können wir nämlich hier auch immer sicher was grillen, ohne dass wir... Oh, jetzt fehlt mir ein Stock, oder was? Zwei sogar. Sekunde. Ne, gefällt hatten wir hinten, ne? Sind nur die kleinen? Ne. So. Eins, zwei. So, wir sind dreckig. Wie immer nach dem Arbeiten natürlich. Ich weiß gar nicht, müssen wir uns ein Feuer machen? Ja, wir können uns die Pilzsuppen kochen. Na gut, dann machen wir uns mal ein Feuer. Ne, nicht zerstören. Glücklicherweise sind wir in der Version halt, wo man das jetzt nicht mehr so einfach zerstört. Bitch! So. Dann Kokosnussschalen, die hatten wir hingelegt, ne? So. Ja. Nummer 2. Jetzt fängt es natürlich gerade an zu regnen, aber ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, wir wissen ja, dass hier... Ja. Ich möchte nur das Wasser sehen. So, einmal waschen.
Dann füllen wir schnell mal die Bidons auf. So. Zack. Zack. So, beide voll. Und dann machen wir uns erstmal schnell kurze Süppchen. Einmal. Zweimal. Speichern nochmal schnell. Den obersten haben wir jetzt genommen, ne? Dann würde ich sagen, ist der mit dem ersten Ende halt und das wird dann der mit dem zweiten Ende. So. Kann übrigens mal wieder eine Cammon machen. Gut, gespeichert sein sollte. Trinken dürfen wir jetzt, oder? So. Ein Pilz. Zweiter Pilz. Gut. Soweit so gut. Schmerzmittel haben wir glücklicherweise noch. Der wird hier eh gleich vergammeln. So, trinken. Trinken. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr anderes bei, was ich auch noch kochen könnte. Ist aber jetzt nicht so... Alter. Bei mir draußen, wie gesagt, wird gerade gebaut. Sorry, falls ihr da irgendwas hören solltet oder so. So, ich glaube, bei der einen hat es noch nicht aufgefüllt, ne? Wasser? Wasser. 25? 25, okay. Gut, haben wir noch was zum Kochen? Nee. Gut, gespeichert ist, gekocht ist. Geschlafen haben wir. Das heißt, wir trinken jetzt noch schnell das Wasser, würde ich sagen. Zack. Zack. Guck ich mal schnell. 115. Das ist sauberes Wasser. Das trinken wir auch nochmal. So, dürfen wir noch einmal Wasser aufsammeln? Dürfen wir. Gut, dann würde ich sagen, kochen wir uns noch einmal... Moment. Ja, wir kochen uns einmal Wasser noch ab für den Weg. Und dann gehen wir los. So. So. Verschütten. So. Sollte eigentlich einmal hier alles reinpassen. Beziehungsweise nicht ganz alles, aber... So, den Rest noch trinken. Nehmen. Nehmen. Gut. Dann haben wir erstmal soweit alles gegessen, alles getrunken, was wir konnten. So, 28, 34 sind wir jetzt. 28, 34. Ja genau, wir sind jetzt hier in dem Camp. Und müssen jetzt eigentlich nur Richtung Osten. Ja, Richtung Osten. Und dann kommt halt eine Bergformation und da gehen wir entweder oben lang oder unten lang. Also ich würde eher unten sagen, also rechts lang. Also gehen wir jetzt zu 27, 34. Richtung Osten. So, da hinten. Gut. Machen wir uns auf. Da liegt eine Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ne? So, die nehmen wir mal mit. Wenn wir sie noch tragen können. Ach, hier kommen wir nirgendwo rauf oder runter, ne? Ich glaube, das war ja hier das Problem, ne? Kommen wir hier irgendwo rauf oder so? Ich meine, mit was Gebauten bestimmt. Sind wir hier wieder eingesperrt? Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe, man kommt hier irgendwie in das andere Gebiet wieder rüber. Hier ist ein Durchgang, der versperrt aussieht. Ha, schade, dass man keine Leiter bauen kann. So, wir wollen eigentlich nur wieder zurück ins Startgebiet, also ins andere Gebiet rüber. Kommen wir echt nicht raus? Das muss ich mal gucken. Leider kann man nicht näher reinzoomen, als wieso. Gut. Dann einfach den Fluss östlich ein bisschen folgen. Hoffentlich kommen wir dann da irgendwie lang. So,
So, das sollte hier das kleine Gewässerchen. Da kommt man hoch. Moment. Hier an unserer Anfangsstelle, wo man halt hochklettern musste, kommen wir da vielleicht rüber. Wow. So, wo sind wir jetzt hier? Das hier ist auch irgendwie ganz komisch. Aber hier müsste eigentlich irgendwo die Stelle gewesen sein, wo man rübergeklettert ist. Vielleicht darf man da jetzt ja mit dem Steigeisen auch rüber. Mal sehen. Ah ja, okay. I see. Das heißt, hier sind wir in der Geschichte halt abgestürzt. Ne? Weil es zu doof war, da hochzuklettern. Dabei hätte er sich auch ganz einfach hier hochklettern können, ne? So. Ah, hier nimmt er wieder den normalen. Okay. Wir haben aber auch das Schussgerät tatsächlich. So. Achtundzwanzig, zweiunddreißig. So, hier sind wir gerade. Und jetzt müssten wir halt irgendwie Richtung Osten auch wieder gehen. Aber hier sind wir hochgeklettert. Dürfen wir da überhaupt hier irgendwie lang gehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich nehme mal nicht. Da vielleicht irgendwie? Oh Gott. Ich möchte es nicht unbedingt probieren. Das sieht auch nicht gerade aus, als wenn es da weitergeht. Wir folgen mal einfach hier den Weg halt. Echt gucken, wo es uns jetzt hintreibt. Wir sind zumindest schon mal in der Nähe gewesen. Oder sind in der Nähe, sagen wir mal besser so. So, kurz was essen. Wir brauchen auch demnächst irgendwie mal wieder Protein oder so. Hier rechts geht zum Beispiel. So. 28, 31. Hier kann man auch hoch und runter klettern. Oh Gott, hier kann man sogar zweimal klettern. Wo sind wir denn jetzt hier im Moment? Was habe ich gesagt? 28, 31, ne? Ne, 27, 31. So, 27 und 31. Also hier an dem Punkt sind wir gerade. Jetzt halt die Frage, wenn wir hier runterklettern und dann rechts gehen am Wasser. Ja, wir probieren es mal. Eigentlich müssten wir hier fast richtig sein. Wir sind jetzt mal einen ganz anderen Weg gegangen. Kannte ich jetzt auch noch nicht. So, und hier müssen wir sogar zweimal abseilen. Boah, hier geht's echt tief runter, ne? Heilige Scheiße. So, hoffentlich passiert uns nichts. Aber eigentlich sollten wir jetzt, wie gesagt, direkt dort halt ankommen. Ich muss nur mal kurz gucken. Map. So. Theoretisch müssten wir jetzt hier unten sein. Ne? Das heißt, wenn wir hier rechts, mein Plan wäre jetzt hier rechts irgendwie lang zu gehen und dann hier nochmal hinzukommen. Ich hoffe, dass es in irgendeiner Art vielleicht am Wasser funktioniert oder sowas halt. Naja, wir werden es mal ausprobieren. Schauen wir mal. So, hier müsste ja Wasser sein. Dann müssen wir einfach irgendwie rechts hier lang irgendwie krauchen. Und hoffen, dass wir hier lang kommen. So. Okay. Ja, ja. Also die Map hat sich auf jeden Fall schon ordentlich vergrößert. Und sind natürlich jetzt viele Sachen halt mit Abkürzungen, so wie ich das jetzt gesehen habe. Oh, haben wir Platz? Wahrscheinlich nicht, oder? Oh, doch, haben wir. Viel mit Abkürzungen jetzt mit diesem Wurfhaken sozusagen. So, und hier müssten wir theoretisch rüber, ne? So. Was ist immer gefährlich? Gut, was sagt denn über unser Haushalt? Wasser hätten wir auch ein bisschen gebrauchen können. Wir haben hier 4 Pilze. Das heißt, wir machen mal kurz Trick 17. Hatte ich irgendwie noch eine leere? Nee, ne? So, wir machen mal trinken. So, 2 Parasiten. 4 Parasiten. Jetzt müssten die Pilze despawned sein. Nee, glücklicherweise nicht. Essen.
essen. Irgendwo ist hier eine fucking Spinne. Ich würde gerne noch vorher die Pilze essen. Verdammt. Irgendwo links von mir war die gerade. Hier ist ja auch wieder ein Bananen. Nee, doch nicht. Hätte ich jetzt beinahe gesagt. Gut. Wie gesagt, theoretisch müssten wir ganz rechts hier lang. Ob ich jetzt noch die Palmdings mitnehmen darf? Wahrscheinlich nicht, oder? Und wir haben uns wieder irgendwas eingefangen. So, fall runter. So, Palmherz. Gut, wir haben uns wieder irgendwas eingefangen. Weg damit, weg damit. So, 26, 34 sind wir jetzt. 26, 34. Oh, wir sind eigentlich da direkt hier, ne? 26, 34. Eigentlich nur straight Richtung Osten. Nordosten so ein bisschen. Genau da lang müssen wir. Ach, hey. Wir stehen direkt daneben, weißt du? Einfach mal die Augen ein bisschen aufmachen. So, und hier war ja dieses Testgerät drin, ne? So, hier hatten wir unser Feuerchen gemacht. So, und speichern konnten wir doch auch hier, soweit ich weiß, drin, ne? Das werden wir nämlich jetzt auch gleich als erstes einmal machen. Genau, hier wollten wir nämlich hin. Hier war der Speicherer, ne? So. Das untere, haben wir gesagt, soll das neue Ende werden. Gut. Soweit, so gut. Aufnahmegerät, ja, das ist gut, das brauchen wir alles nicht nochmal abspielen. Das haben wir auch schon gehört. Ich guck nur... Ah, hier, die spawnen ja die Sachen, ne? Also respawn, meine ich. Das heißt, wir werden uns jetzt davon erstmal was zu essen reinpfeifen. Instant-Kaffee. Zweiten müssten wir jetzt eigentlich haben. Gut, das heißt, wir können hier auch immer wieder looten. Das ist auf jeden Fall praktisch. Ich überlege gerade, hier war doch noch irgendwo eine zweite Tasche. Wo waren die? Hier vorne, ne? So, geht das auch? Nee, da geht's leider nicht. Gut, gespeichert haben wir. Und jetzt müssen wir nur noch einen, ja, zu der Geschichte. Man ist ja am Anfang, scheiße, das hätte ich eigentlich gerade im anderen Zelt nochmal zeigen können. Ist ja am Anfang halt im Zelt zum Beispiel halt, und da sieht man es auch mit den Fröschen. Und dass die Kinder damit halt immer geimpft wurden sozusagen, dass sie gegen das Pfeilfroschgift halt immun sind. Und ich hoffe, wir finden hier noch irgendwo einen Pfeilgiftfrosch irgendwie in der Nähe. Ansonsten wäre es kritisch, dann muss ich irgendwo, ich habe nicht auch auf dem Weg, habe ich auch jetzt keinen gesehen tatsächlich. Den müssen wir besorgen und dann in die Testmaschine reinschmeißen. Und ja, ich bin darauf gekommen halt, wie gesagt, wegen den Zettelchen. Und am Flughafen hieß es ja auch irgendwie zwischendurch halt, ja, man kann, es geht um die Kinder oder so, ne? Also da gab es ja diesen einen Spruch halt, ne, die Kinder sind der Schlüssel oder irgendwie sowas, Kinder, ne? So, und ja, das zweite Hinweis, wie gesagt, im Standard-Anfangszelt, es steht halt natürlich auch halt, dass die Kinder damit jetzt geimpft wurden und dann immun sind. Und das Einzige, was ich in diesem Testautomaten, also wir gehen mal schnell rüber zu dem Automaten, damit ihr überhaupt wisst, worum es geht, dann kann ich euch das ja mal zeigen. So, speichern konnten wir hier auch, schlafen konnten wir hier. Wasser hatten wir nur keins, aber wir haben Wasser mitgenommen. Genau jetzt wäre natürlich sehr unpraktisch. Haben wir sogar Besucher hier, die in unserem Camp rumlaufen. Aber hier war ja der Eingang, ne? So, wir gehen mal rein. Also, wir werden, glaube ich, sicher drin sein. Ich höre hier nämlich gerade nur Mäuse rumrennen. So, hier drin ist irgendwie schlechter FPS, weiß nicht warum. So, genau, hier sind ja diese Testdinger und hier ist ja dieser Testautomat. Man kann ja zum Beispiel mal, was brauchen wir jetzt nicht? Oder was brauche ich jetzt gerade nicht? Meinetwegen hier meine Ameise. Ne? Also ich habe wirklich alles getestet, bis ich mal überlegt hatte, was in der Story halt daran vorkam. Ne? Das Goldding konnte ich leider, hatte ich auch probiert, aber es ging nicht. Leere Dose ging, glaube ich, auch nicht. Ne? Und hier muss man darauf warten, dass man halt ready das hat, also das Richtige halt hat. Ja, und dann gibt es halt noch ein kleines weiteres Ende. Ne, hier zum Beispiel Sample Fusion Fail. Ne? Also ist leider die falsche. Daher. So. Und ja, wir müssen jetzt auf die Suche machen nach einem Pfeilgiftfrosch. Nachdem wir aber geduscht haben.
und nachdem wir geschlafen haben. Ich hoffe, der Eingeborene ist jetzt vielleicht irgendwie weg. Und ich hoffe, dass wir hier einen Frosch in der Nähe haben, vielleicht sogar. Was halt mega cool wäre. Na, mit denen hatte ich es ja auch getestet, ne? Mit dem Psychotherias. So, Wasser hatten wir auch alles. Eigentlich hatten wir alles hier in der Nähe, um hier auch zu überleben eine Weile. Essenstechnisch gab es ja, glaube ich, auch ein bisschen was, was hier rumrannte, ne? So, du bist ein Nasenbär. Wart, wie? Nein, ich wollte nicht das Blatt. Nein, ich wollte nicht das Blatt. Schmeiß weg. So, warum bist du ein Nasenbär? Ich würde jetzt gerne Nasenbären hier essen. So, wir sammeln uns mal ein bisschen Stöckchen, damit wir gleich ein... Ja. Unser singender Freund ist immer noch da. Wir genießen mal ein bisschen die Nachtmusik noch. Ich möchte mich jetzt auch nicht unbedingt mit ihm anlegen, wenn ich ehrlich bin. So, wir sammeln ganz ruhig und er singt für uns, oder? Machst du weiter? Oder hat er uns jetzt gesehen? Nee. Okay. Böse, was? So, leere Dosen, die will ich gar nicht haben. Um Metallrüstung zu machen und sowas halt, ne, bin ich hier auch gar nicht so weit. Auf meiner Let's Play-Welt schon. Schade, wir müssen mal gleich ein bisschen hier da hinten noch mal ein bisschen forschen gehen. Wir machen es aber heute noch erstmal hier in Rügen. Bauen uns hier noch ein Feuer auf. Würde ich sagen. So, N. Feuer. So, die sind so cute. Die werden nicht gegessen. Achso. Jetzt muss ich gerade überlegen, was du meinst. So, haben wir jetzt nicht genug Stöcker wieder? Haben wir natürlich nicht. Ich werde mal kurz die Zeit nutzen, auch mal kurz was trinken. Eine Sekunde, Cam. So. Da hast du heute schon so früh Schluss gehabt, ja? So. Gut, es wird immer dunkler und dunkler. Wir brauchen ein Stöckchen. So, zum Glück liegt ja immer ein bisschen was rum. So. Ich glaube, wir brauchen aber noch dicke Stöcke, ne? Hier. Da. So. Sammeln. Ich hoffe, wie gesagt, wir finden dann noch so einen Fall geforscht, dann können wir uns nämlich wieder zurückbewegen und dann das andere Ende noch anschauen. Wie gesagt, das war ja ein außerplanmäßiger Stream jetzt hier. So, Blut erforderlich. Die Frage kochen wir uns heute schon. Können wir gar nicht. Denn wir haben gar nicht genug Energie. So. Da ist unser singender Freund. Ist aber nicht so dramatisch. Wir gehen jetzt einfach schlafen und hoffen dann, dass er morgen früh weg ist. So, ich will aber drin schlafen, tatsächlich. Wir haben hier unsere schöne Matratze. Hier hinten. So, die habe ich mir ausgesucht. Ne? Wenn der Multiplayer irgendwann mal rauskommt, tatsächlich, dann... Achso, scheiße, das ist gar nicht die Uhrzeit. Machen wir so. Und gehen nochmal schlafen. Und schlafen jetzt bis 6 Uhr durch. Gut, jetzt soll es nämlich auch langsam wieder hell werden. Dann machen wir nochmal einen flotten Speicherer, würde ich sagen. So, Tag 20, das untere. Darf ich nicht vergessen. So, Agro-Speicher. Ging hier unten irgendwie noch was? Ist hier wieder was despawned vielleicht oder so? Warte mal, wo war denn die andere Tasche? Hier ist eine leere Dose. So, Stoff nehme ich gerne. Nee, aber wenn man neu lädt, auf jeden Fall, ist mir aufgefallen, dass Sachen wieder drin spawnen. Gut, dann machen wir schnell unser Feuerchen an. Und suchen gleich nochmal so einen Frosch, würde ich sagen. Haben wir hier noch irgendwo was hingepackt? Nee, ne? Gut, so. Benutzen. Benutzen. Und wir haben schon wieder irgendwie irgendwas eingefangen. Das konnte ich gerade nicht lesen. Prime? Weil Link wahrscheinlich oder so, ne? Nehme ich mal an. So. Nee. So. So.
Gut. Wasser kochen wir uns mal ab. Und kochen uns dann gleich mal jeweils eine Suppe halt. Einmal das Palmherz und einmal die Maniok. Maniok oder so heißt sie, glaube ich, Maniok, ne? Müsste es eigentlich sein. So, achso. Igel. Pam. So. Wo sind sie? Da. Bäh. Weg damit. Und dann sollte es uns gleich auf jeden Fall auch ein bisschen besser gehen. Die Nüsse werden wir dann gleich noch essen. So, so. Essen. Essen. So. So. Es gab auf jeden Fall nochmal einen ordentlichen Schub jetzt. Trinken das hier gleichzeitig nochmal. Sammeln das. So, essen. Und essen. So, die Schalen lassen wir mal hier. Die brauchen wir eh nicht. Solange wir die guten Schildkrötenschalen haben. So, Lagerfeuer. Machen wir uns auch mal nochmal im Verband, würde ich sagen. Was hattest du da geschrieben, Prime? Also, ich hab, konnte das tatsächlich nicht lesen. Ich nehme an, dass es wahrscheinlich irgendein Link war oder so, dass das ausgeblendet wurde oder so. Kann ich hier das irgendwie mal so ein bisschen. So. Kann man die hier nämlich noch nach oben verschieben. Könnte man. So. Gut. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen mehr und einen Kaffee. Kaffee will ich mal ausprobieren. Siehst du, das will ich mal auch machen. So, Wasserchen. Machen wir nochmal jeweils zwei. Ich würde sagen, wir machen uns nur einen Kaffee. Die haben wir, glaube ich, wollten wir den. Hier direkt neben den Ameisen. Gucken, ob das geht. Stapel. Nee. So, hier ist Wasser jetzt sauber. Kann ich das jetzt? Oh ja. Den kann ich kochen. Ja, noch ein Käffchen hier, ne? Und dann gehen wir auf Froschsuche. Erstmal trinken wir das hier nochmal. So, was gibt's hier? Ein Kaffee. Jo, wir trinken Kaffee im Urwald. Aber nur, weil wir Instant-Kaffee gefunden haben. So, der gibt ordentlich Energie. Alles klar. Okay. Der gibt aber auch nur Energie. 15 aber. Das ist ordentlich. So, haben wir noch irgendwas zu essen bei? Nee, alles klar. Gut, dann gehen wir nochmal schnell ans Wasser. Das war hier, ne? Füllen uns nochmal die Flasche auf und gehen dann mal hier hinten irgendwo auf die Suche nach einem Frosch, würde ich sagen. Vielleicht finden wir irgendwo einen. Müssen uns nur merken, dass wir wieder Richtung Südwesten zurückgehen. Irgendwo finden wir doch einen bestimmt. Hier sind wir auch hergekommen. So, genau. So wollte ich nicht reinspringen. Ich wollte eigentlich ein bisschen springen, damit wir nicht ganz so lange schwimmen, weil, naja, im Dschungel. Ich habe auch tatsächlich wirklich alles getestet. Also Bitterholz, Palmherze, unbekannte Zwiebeln und alles, den ganzen Kram. So. Also, wie gesagt, hier hinten. Ich hätte mal vorher auf die Koordinaten gucken sollen. Wäre ein bisschen schlauer gewesen, wa? So, ist aber tatsächlich Südwesten. Also 24, 32, Prime, das musst du jetzt mal merken, bitte. 24, 32, 24, 32. Ne? Und dann Richtung Südwesten. So. Vielleicht finden wir hier irgendwo einen Frosch rumjucken. Ich glaube da vorne. Ne, das ist eine Kokosnuss. Schnecken. Ja, nehmen wir mal auch mit. War noch zwei, oder? Hier war es, als wenn ich da noch was gesehen hätte. Ah, ich höre ihn rufen. Ah, mein Freund, stopp! Halt, stopp! So, normalerweise, ne, sollte man die nicht nehmen. Ich muss es jetzt aber. Heidewitzka! So, wir werden aber uns erstmal gleich ein Schmerzmittel reinpfeifen. So. Ich überlege, ob ich noch ein zweites. Das hilft, glaube ich, nicht. Doch, es hilft. Alles klar. So. Ne, wir wollen nur einen einsammeln. Wir haben einen Lebenden jetzt davon eingesammelt. Oh, kein Platz mehr im Rucksack. Aber das Fleisch konnten wir mitnehmen, ne? Easy. So muss es laufen. Ja, und wie gesagt, wenn man in die Hand nimmt, habt ihr gesehen, glaube ich, war 4 Vergiftungen und, 8 Vergiftungen? 8
Vergiftung und 4 noch irgendwas, glaube ich. So, jetzt überlege ich, wo kamen wir denn, wo waren denn... Mussten wir hier rüber? 24, 32 war das, glaube ich, ne? Und dann Südwesten. Da hinten muss es eher sein. So, genau, da hinten sind sie ja. Okay, sind wir so lang geschwommen? Oh Gott. Wenn sie jetzt einen Alligator auffrisst, dann esse ich erstmal einen Besen. Im Stream, live. Nur für euch. Nein, mache ich nicht. So, und das war nämlich das Einzige, was ich bisher noch nicht getestet habe, weil ich die wusste, dass man die Viecher nicht anfasst. Also nicht anfassen sollte, sagen wir mal so. Ne? Und, ja. Ich werde uns aber kurz dann nochmal nebenbei, da wir wieder hier zurück sind. So, Loots, das war automatisch. Danke trotzdem. So, und hier haben wir jetzt natürlich den gefangenen Frosch, den wir gleich brauchen werden. Zack. So, Wasserflasche. Zack. Und zack. Dann machen wir nämlich eine Suppe. Ich würde sagen, wir machen erstmal die beiden hier. Und den Pilz. Das Fleisch dann später. So, datte. Datte. Und dann schmeißen wir das gleich in die Maschine. Und dann sollte es hoffentlich richtig sein. Eisenherz, moin moin. An dich. Trinken. Trinken. So. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal beide. Einmal nur Wasser und einmal dann halt das Ara-Fleisch. Glücklicherweise, wie gesagt, ich habe mich schon gewundert, warum so ein viel Schmerzmittel halt braucht. Aber glücklicherweise hat sich herausgestellt, zumindest, dass man einen Pfeilfrosch mal aufsammeln kann. Und den werden wir jetzt nämlich auch testen. Und wie gesagt, aufgrund der Hinweise, die ich eigentlich gesammelt hatte, ich habe ja vorhin gesagt schon, halt aufgrund der Zettelchen, na, am Anfangszelt halt natürlich, dass die Kinder halt damit geimpft werden. Und dann zwischendurch halt hieß es ja auch irgendwie mal, ja, die Kinder sind der Schlüssel oder so. Na, und hier, ich suche ja den Curl halt schon eine ganze Weile, beziehungsweise ich habe auch privat natürlich gesucht. Ich weiß, ne, dass es eigentlich, ne, jetzt der Frosch sein müsste. Ich bin mir, sage ich mal, zu 99% sicher, sagen wir mal so. Weil sonst hatte ich eigentlich fast alles selber durchgetestet. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme sie vor, selber wieder mit, weil wir machen uns ja gleich nochmal auf den Weg zurück, um das andere Ende dann zu sehen. Ja gut, jetzt passt natürlich der Frosch hier. Nee, ja, so. Gut, einen flotten Speicherer wollte ich machen. Kann ich auch hier machen, eigentlich. So, genau, hier hatten wir das andere Ende halt, also schon das erste Ende halt im gestrigen Stream oder sowas halt gesehen. Und jetzt heute, oder am vorgestrigen, ne? Ja, Agrobob. Gut, gespeichert haben wir. Und dann gehen wir mal zu der Testmaschine und hoffen, dass es richtig ist. Ich hoffe, dann kommt nochmal ein Funkspruch oder sowas halt. Ich blende mich mal dann kurz dann wieder halt aus dafür. Ist immer auch geil, der Sound, wenn man hier reingeht. Und wie gesagt, hier drin habe ich immer komischerweise so 20 Frames weniger. Warum auch immer. So. Einmal duschen bitte. Ah, ja. Oh. Hier kann man auch, was ist das eigentlich? Kann man da irgendwie... Okay, nee, das brauche ich später noch. Okay, ich kann hier... Wahrscheinlich ist es von draußen. Ach nee, ist die Testmaschine. Okay, genau. So, und hier, ne? Jetzt Premiere. Drückt die Daumen, liebe Leute. Ne? Drückt beide Daumen. Ne? Und wir werden jetzt testen, ob es wirklich der Frosch ist. Nach meinem Gewissen müsste es jetzt eigentlich... Weil es ist wirklich eigentlich das einzige Item, was ich nicht getestet habe. So, drückt uns die Daumen. Wir haben jetzt hier einen lebenden Frosch übrigens reingetan, wollte ich nur mal sagen. Und kein Fail, oder? Success. Yeah, wir haben es gefunden. Oh yeah. So, das heißt, wir können uns jetzt hier das Heilmittel rausnehmen. This can't be true. Und wir haben the cure. Answer please, I have a cure. Genau, wir haben jetzt den... Komm schon. Speak to me. So, neuer Tagebucheintrag. Werden wir natürlich uns gleich auch angucken. Und zwar... müsste ja hier das sein. So, 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 so. Das ist die ganze Geschichte, die wir ja durchgemacht haben. Anaconda Camp haben wir auch.
Hier sind wir an den Zelten. Dann haben wir die ganzen Toten entdeckt. Hier dann an den anderen Zelten. Hier ist dann der Testautomat. Genau, hier ging es halt um die Kinder. Ne? Das hat man ja auch im ersten Zelt gesehen. So, wir finden es barbarisch, Kindern Gift zu geben. Aber so stärken die Eingeborenen schon immer ihre Abwehrkräfte dagegen. So viele Stämme nutzen diese Methode und es ging völlig an uns vorbei. Es ging an mir vorbei. Ne? So, das war ja das Letzte, was wir vorhin gemacht haben. Das war das erste Ziel halt. Ne? Da waren wir auch, das hatte ich auch schon gelesen. Und wie gesagt, hier geht es halt um die Kinder. Und deswegen habe ich mir gedacht, das ist der Frosch. Das kann einfach nur der Frosch noch sein. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Neues? Ja gut, das kennen wir alles. Genau, finde Mia. Ne, das haben wir auch schon fast. Bin untersucht den malen Felsen. Da werde ich auch nochmal in einen anderen Stream halt hingehen. Aber wir werden uns jetzt wieder zurück auf den Weg begeben. Ich hoffe, ich finde das jetzt auch wieder schnell. Und dann haben wir das Ganze natürlich dann auch für YouTube sicher denn. So. Und ich hoffe, das heißt Krixus, ne? Beziehungsweise mit einem N davor. Moin moin und herzlichen Dank natürlich, Fakir, danke für dein Follow. Und herzlich willkommen. So, wir haben jetzt den Körn natürlich gefunden. Bläh, einmal duschen. Alter, das ist jedes Mal, wenn man hier durchgeht, ne? Gut, dann machen wir jetzt nämlich auch nochmal einen flotten Speicherer. So, ja und gerne. Wie gesagt, herzlichen Dank. So, Und natürlich auch Eisenherz an dich. Herzlichen Dank und fuck yeah, danke für den Follow. So. So, habe ich mir das Spiel heute gekauft, habe aber mega Performance-Probleme. Na gut, also bei mir mit Stream, also ich, ne, geht's jetzt eigentlich. So, ich habe so 40, 50 Frames jetzt eigentlich tatsächlich durchgehend. Und habe es natürlich nicht auf ganz hoch gestellt, sondern halt eher ein bisschen runtergestellt. Außer die Texturen, die sind relativ hoch. Aber ansonsten von der Performance ist es eigentlich besser geworden normalerweise. Ne? Als wie davor. Es war schon mal schlimmer gewesen, kann ich dir auf jeden Fall sagen. So, wir werden uns noch kurz einmal voller Wasser pumpen. Okay, wir haben nicht genug. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr da seid. Und im Stream sieht sie sich gerade, dass es ab und zu mal so ein bisschen laggy ist. Also das liegt jetzt aber gerade eher, glaube ich, eher an Twitch oder so. Ansonsten bei OBS wird jetzt bei mir nichts angezeigt. Also keine verworfenen Frames oder so. So, ich habe alles auf Low. 85 FPS. Aber die Maus lahmt mega nach. Vielleicht dieses Bloom oder so, wenn du das anhast. Vielleicht das mal ausstellen. Ich weiß nicht, ob du das anhast. Weil Bloom oder sowas halt sich so verwischen oder so, dann kommt es mir halt auch vor. Also ich habe auch schon gelesen, dass tatsächlich bessere Systeme halt da mehr Probleme haben, als wie etwas so mittelmäßige Systeme, sag ich mal so. Meins ist ja, also der Prozessor ist recht gut, Arbeitsspeicher ist recht gut und sowas halt, SSD ist auch okay. Die Grafikkarte ist jetzt das nächste, was ich dann updaten werde. Und ja, da ist jetzt bei mir nicht ganz, also ich habe 2 GB RAM dort. Ja, aber ansonsten, es läuft eigentlich einigermaßen, also mit trotz Stream oder so, komme ich auf 50 Frames eigentlich durchgehend jetzt. Also jedenfalls kann ich in 60 Frames halt streamen. So. Gut. Soweit, so gut. Ach ja, wir wollten Wasser holen, ne? Habe ich Wasser geholt? Ich glaube, wir haben Wasser geholt, ne? So, wir haben Wasser geholt. So, Ablenkung ist natürlich immer in dem Spiel grauenhaft. So, zack, zack. So, lassen wir es kurz einmal kochen, holen uns noch mal was nach und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Ich denke mal, wir sollten das jetzt recht schnell dann auch da wieder hinschaffen. Ich hoffe es. Gut, das haben wir. Wasser trinken wir jetzt noch, dann nehmen wir noch die Schalen mit. So, AMD Ryzen, okay, das ist ein guter Prozessor auf jeden Fall. 84, 16 GB, 1060, 6 GB. Eigentlich sollte es bei dir flüssig laufen, wenn ich ehrlich bin, ne? Aber wie gesagt, ich habe halt auch öfter mal gelesen, dass irgendwie bessere Systeme da manchmal so Performance-Probleme haben. Also wie gesagt, bei mir geht es jetzt eigentlich so. Also ich weiß jetzt nur im Restream oder so, beziehungsweise wo ich es gerade mir anschaue, da ist es manchmal ein bisschen komisch, aber ansonsten läuft es eigentlich echt flüssig. Ne? Obwohl, ich gucke mir das jetzt nochmal an so. Ja, man sieht, das läuft eigentlich recht gut bei mir. Ist wie gesagt auch auf Mittel eingestellt.
Beziehungsweise eigentlich fast alles ein bisschen low halt aus der Texturen, die er mich hochgestellt hat. Gut. Des Weiteren wollen wir natürlich wieder hier zurück. Wir sind hier unten ja lang gekommen diesmal, ne? Das heißt, wir werden erstmal zum Camp zurückgehen. Also zu 2833. So. 2833. Nordwesten, ne? So. Ja, ein bisschen Nordwesten müssen wir tatsächlich. Das heißt, Uhrzeit. Müssen wir nochmal schlafen, ne? Eigentlich eine gute Zeit, um loszugehen. Feuer lassen wir mal brennen. Aber wie gesagt, normalerweise solltest du es eigentlich flüssig spielen können. Aber, ja. Aber performancemäßig hat sich auf jeden Fall schon wesentlich gebessert. Also wenn ich, wie gesagt, an früher halt denke. So in meiner anderen Welt, halt, also wo ich Tag 226 oder sowas halt, oder Tag 230 oder so bin. Da lagen ja so viele Items mittlerweile auf dem Boden, dass es natürlich auch ordentlich geleckt hat. So, hier muss ich jetzt aufpassen, hier muss ich ja irgendwo dann irgendwann hochklettern, ne? Bevor ich mich jetzt wieder 100-mal verlaufe. Wie teuer das Spiel ist, also jetzt ist es gerade rausgekommen, zur Zeit, glaube ich, weiß nicht, 25 oder so? Ich will jetzt aber nicht lügen. Ansonsten schauen wir bei Steam nach oder so. 20. Danke, Prime. Gut. Wir sind ja eine gute Weile hier lang gelaufen, kann ich mich ja noch daran erinnern. Dann sind wir, glaube ich, irgendwo hochgeklettert, ne? War das hier schon? Ja, hier war das. So, da klettern wir auch wieder hoch. Haben wir unser Gerät jetzt? Ja, ich würde schon sagen, den Gerät. Das ist nicht viel, also für das Spiel, was ich wirklich einer der besten Survival Games. Hier bin ich übrigens wieder, wie gesagt, nochmal danke für eure Follows, ne? Herzlichen Dank. Ich dachte, da kommt jetzt eigentlich mehr so Videoszenen oder so, deswegen habe ich es vergessen. So. Also es ist schon, sind ja polnische Entwickler tatsächlich, ne? Und ich muss schon sagen, die haben dafür echt einen AAA-Titel entwickelt. So, hier waren wir dann zurück in unserem Anfangsdorfchen, ne? Jetzt muss ich das nämlich erstmal wieder finden, so unser Anfangszelt. Da kann ich nämlich auch nochmal das Froschdings zeigen. So, das müsste ja eigentlich... Eigentlich müsste das da hinten sein. Wenn wir uns jetzt nicht verlaufen oder schon vorbeigelaufen sind. Nee, hier ist schon richtig. So, viel ist es nicht, auch wenn es richtig geiles Spiel ist. Will auch keine negative Stimmung verbreiten. Hätte etwas enttäuscht, dass es bei mir nicht läuft. Ja gut, wenn es halt nicht läuft, ist natürlich immer doof halt. Daher verständlich. Ne? Ich wüsste jetzt aber auch nicht, also hast du den neuesten Grafikkartentreiber oder sowas halt alles drauf und ähnliche Sachen halt. Also, nur so als Frage natürlich. Aber ich nehme an, das wirst du wahrscheinlich auch schon gecheckt haben. So, wir haben uns wieder irgendwas eingefangen. Lup. So, weg damit. Und den auch noch. Ja, ist alles aktuell. Okay. Ja, wie gesagt, also ansonsten hier bei mir, ich kann, ja, ich hatte eigentlich nie wirklich viele Probleme, sagen wir mal so. Daher hast du das auf der SSD drauf oder so? Also das ist natürlich auch wichtig halt. So, genau, das ist ja unser Dörfchen. Ja, wir nähern uns dem Ziel, Leute. Bei wunderschönem Wetter, endlich mal. Haben wir eigentlich irgendwie was, noch eine Ansage? Wow. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob wir eine neue Ansage haben noch. Nee, haben wir nicht mehr. Und dann können wir uns gleich noch das letzte Ende, also das zweite Ende, mit dem Heilungsmittel ansehen. Haben wir das eigentlich jetzt irgendwo hier in der Tasche? Ist ja natürlich jetzt hier... Genau, hier haben wir Steiggerät, ne? Müsste das ja theoretisch eigentlich irgendwo immer dran sein. Weil hier dabei haben wir es nicht. Nö. Hier vielleicht? Nee. So. Prime fordert schon wieder Leute zum Kampf aus. Die wissen doch gar nicht, worum es geht, Prime. Du solltest denen das vielleicht auch erstmal erklären. Ne? Also bei mir im Stream sammelt ihr halt auch Cash zum Beispiel.
Na, wenn ihr Ausrufezeichen Cash macht, dann seht ihr, wie viel ihr habt. Pro bestimmter Zeit und pro aktiven Chat oder was halt, gibt es halt ein bisschen mehr. Also, wenn man im Chat aktiv ist, halt kriegt man ein bisschen mehr, als wenn man nur zuschaut. So einfach erklärt halt. Und mit den Sachen kann man halt so andere Leute zum Kampf herausfordern. Ähnliche Sachen, wenn ich Verlosung mache oder sowas halt, gibt es da die eine oder andere Sache. Ne? Ausrufezeichen Key gibt es zurzeit. Also, ich habe noch so 8 oder 7 random Steam Keys rumfliegen. Ne, und die verlose ich zurzeit. Einfach mal eine Zahl raten von 0 bis 5000. Ne? Also Ausrufezeichen Key, kein Leerzeichen dazwischen und meinetwegen, keine Ahnung, 1100 zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich nicht die Zahl, hoffe ich. Ne, müsste sie nicht sein. So. Gut, wir ja, essen uns nochmal schön voll, würde ich sagen. Ohne ein Leerzeichen dazwischen. Ne, weil ansonsten kriegst du halt nur diese Whisper-Nachricht, wo es mal genau erklärt wird. Und Prime, kannst du mal kurz einmal Ausrufezeichen Keys machen? Ich glaube, ich hatte ich unter Keys oder hatte ich das? Ne? Ich glaube, da wurde es nochmal offiziell im Chat gepostet. Genau, so zusammengeschrieben halt und einfach von 0 bis 5000, ne, einfach eine Zahl raten. Und wenn ihr eine richtige Zahl geraten habt, kommt tatsächlich auch ein Sound abgespielt halt. Also ich höre das dann halt auch. Und dann kriegst du von mir einen Key zugeschickt. Gut. Also es läuft auch, also die Zahl resettet sich erst natürlich auch dann, wenn zum Beispiel der nächste Stream halt ist oder sowas halt, dann resettet sich die Zahl halt nicht. Ne? Also das heißt, wenn du öfter zuschaust oder sowas halt, erhöht sich dann natürlich auch die Chance halt, weil du natürlich schon Zahlen weißt, die du getippt hast in dem Fall. Ne? Also ich hoffe, das war jetzt verständlich. Ich denke mal schon. So. Die Frage, eigentlich brauchen wir den ganzen Kram gar nicht mitnehmen. Ich will es aber. Ach, egal, wir lassen es jetzt so liegen. So, wir machen jetzt nochmal einen Speicherer, wenn wir dürfen. So, genau, hier war das alte Ende. Hier das neue Ende dann. Ne, und hier am Tag 227 halt. Bin ich in meiner anderen Let's Play-Welt sozusagen. Und hier Tag 222 zum Beispiel auch noch von der 050. Also, ich habe schon ordentlich das Game halt gespielt. Und daher ist es mir auch jetzt relativ einfach, ne, gewesen, das jetzt durchzuspielen. Ich hoffe, ihr seid bereit für das zweite Ende. Könnt ihr gerne mal im Chat schreiben. Wollt ihr das Ende sehen? Also, ne, gerade für denjenigen, der sich das jetzt neu gekauft hat. Ich musste, wenn nicht, musste kurz abschalten. So, frage ich mal ganz kurz im Chat. Gut. Ne, wenn der Chat nichts sagt, dann mache ich das Ende. Ich näher mich langsam, So, so, so. Ich vergaß, wir müssen noch was erledigen. So, benutzen. The Long Dark ist auch ein mega starkes Game. Ja, The Long Dark ist auch gut, auf jeden Fall. Ist ein gutes Survival-Game. So, wir werden es auf jeden Fall noch einmal richtig hier voll essen, weil wir werden es nicht mehr brauchen. So, zack. Haben wir hier noch irgendwas zu essen? Nö. Gut, dann machen wir mal Feuerchen an. Bitch! So, jetzt nochmal was. Was, wie Prime? Ne, alles gut. Gut. Ayahuasca. Ne? Tschüss, lieber Dschungel. Wir werden uns wiedersehen. Bestimmt. So, seid ihr bereit? 3, 2, 1 und ich würde sagen, wir legen los. Und ich bin still. Trinky, trinky. You're gonna miss them again. Mia, where are you? You'll stay here with me again. Is that what you want? Oh, no, no, not again. Ja, nicht schon wieder. Wir waren ja schon mal hier. Und so langsam könnt ihr mich an diese Trips hier gewöhnen. Just tell me what happened. Genau, sag uns, was passiert ist. Ich will es jetzt auch wissen. Also bisher ist noch kein großer Unterschied. You cured me. You gave me back hope. Ah, doch. I could taste and smell again. I could eat without throwing up. Those were the best 6 months of my life. And you were by my side. The whole time.
Ja, das waren wir tatsächlich. Wir gucken uns mal den Kuchen nochmal an. But Jake, I feel it coming back. I'm afraid of it. I lived, but felt dead. I can't go through all that again. I can feel geheilt, the same grip on my throat. I can't swallow or breathe. Seconds stretch into hours, and I'm just waiting. I'm just waiting to die. Ich wollte dir nur helfen, Mia. Und wir haben doch das Heilmittel jetzt gefunden, Mia. Komm. Erzähl uns, was los ist. Jetzt kommt natürlich genau die Werbung rein. Sorry dafür. Every patient of a Molochor became a walking time bomb. Everyone was infected. Everyone. Even you. Ja, hier ist sie wieder am Ausrasten, ne? Das hat man ja letztes Mal schon gesehen. So, I just beat the game. Congrats, dude. I'm beat it the second time. So it's a different ending with the cure. I got the cure now. And now we see what's happened. So, Mia. Ja, können wir dir weiterhelfen? You left me here. Beziehungsweise wir wissen ja schon. You left me alone to die. You wanted to save me again, but what will the price be this time, Jake? What will you sacrifice this time? Tja, ist die Frage. I got the cure. How's the ending without the cure? So if you watch in my VODs, 2 days ago, on Sunday, on Saturday, there's the first end, if you want to watch it, but it's in German. So. Gut, Mia. Bin mal gespannt, was jetzt so eigentlich der Unterschied dazwischendurch war. Aber wir schauen uns jetzt das Ende natürlich nochmal an. Mach's auch alles ein bisschen langsamer. Für die Leute, die es vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Hier sind alle wieder tot. Das hat sich auch nicht geändert. What happened here? Everything we do makes the tribe suffer. So, ich habe ihre Geheimnisse verkauft, meine Güte, deswegen mein Buch, das hatten wir beim letzten Mal, deswegen nehmen wir das hier. I sold their secrets. It's easier not to remember, isn't it? Do you even remember how you got here? Of course ja, I do. Bin mit dir hergekommen. By boat. With you. We put up a tent and... Are you sure? Ja. I don't understand. Nein, ich weiß schon, was passiert ist. How long have you been here? Zu lange. Mia, you know I can't remember. Just tell me. Oh Gott, Zeitflashback. Oh Gott. So, hier ist jetzt ein ganz klein bisschen anders. Hier waren wir nämlich nicht an dem Zell, oder? Das ist unser Staat, das ist das Staatsfeld, ne? Weeks passed. Nee. You were certain you would find the cure. Ich hab's doch gefunden. Everyone lost hope. Time went by. You were all alone. How long can you survive on your own? How long can you live with the deaths of millions on your conscience? Ja, das zweite Mal 150 Millionen. 150 Millionen, da waren wir ja schuld, dass wir da die Leute draufgegangen sind. Wegen dem Virus, den wir sozusagen verbreitet haben. So, hier hat sich auch nichts geändert. Kann ich hier mittlerweile irgendwie an was ran? Nee, ne? Nee? Okay, wir gehen mal weiter. Maybe it'd be easier to just push it all away. Forget. Start again. Nee, diesmal haben wir alles. Diesmal starten wir nicht nochmal again. Genau, und hier war nämlich das auch, wo ich dann darauf gekommen bin, hier diese Notiz tatsächlich. Ne? Und wie gesagt, zwischendrin gab es halt mal mehrere Hinweise halt auch auf Frösche halt, beziehungsweise auf das Gift der Frösche halt. Ne? Don't touch it. Mussten wir leider aber machen, ne?
Also alles so wollte im Spiel uns eigentlich davon abhalten, die Dinger aufzusammeln. Aber ich denke mal, soweit sollte hier nichts weiter Neues sein, ne? Wenn ich das richtig sehe. Gut. Ventilator ist auch aus. Essensvorräte haben wir auch noch alles. So, und jetzt gucken wir mal weiter. Sie haben sie da gesehen und sind gestorben. Haha, Arsch. Jake? Please answer, Jake. I need you here, Jake. Please. I need you to do this for me. Please. Please, I can't. I can't stand it. Ja, verständlich. Und er schaltet das Telefon einfach aus. Ja, das habe ich ja beim letzten Mal schon nicht verstanden. Ja. Wie gesagt, bald kommt es zur Szene tatsächlich, wo wir dann rausfinden, was sich geändert hat mit der Cure, also mit dem Heilmittel. So, hat sich irgendwie was verändert oder so? Nee, den Namen hatten wir auch schon letztes Mal geschaut. Wir schauen aber trotzdem nochmal hin. So, da hat sich nichts geändert. Genau, hier Mia Higgins. Na, wir gehen mal wieder zu ihr rein. So, da liegt sie ja wieder. So. Schauen wir uns nochmal um. Gibt es hier noch irgendwas Fernsehers aus diesmal? Beziehungsweise hier haben wir sie auch gesehen, wo sie gestorben ist. Der Fernseher war aber letztes Mal größer. Oder? Ja. Naja gut, wir wollen die Stimmung mal nicht versauen. Hier so die Werte, seht ihr ja, ne? Na, als Facharzt wüsstet ihr jetzt bestimmt, was los ist. So, wir werden mal wieder mit ihr sprechen. Mia? Are you? What happened? You didn't listen, did you? I don't understand. Why are you here? I told you already. I begged you to end it, but you didn't listen. You never do. Was it worth it? Did you get what you wanted? Ja, wir wollten dich eigentlich nur heilen und helfen. Ja, ich habe das Heilmittel. Yes. I have the cure. And now I know where to find you. Then go. What are you waiting for? Oh Gott, Mia, ich hoffe, wir sehen uns wieder. AB positiv war das ja, ne? Ja, okay. Mia, wir kommen wieder. Wir sehen uns wieder, ich hoffe es. Mia, versprochen. So. Und hier sind wir wieder. Am Anfang. Und jetzt geht's halt weiter. Jetzt müssen wir nämlich noch zu einem anderen Stelle hin, das werde ich aber in einem nächsten Stream, ne, so als kleiner Plot-Twist, ne, da ich jetzt nämlich kurz was essen werde und ich werde mal sehen, ob ich nachher noch den zweiten Stream halt anhaue. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall bei den Leuten, die erstmal natürlich auf YouTube zugeschaut haben, ne, ich kann ja auch nochmal zeigen hier auf der Map, müsste sich jetzt eigentlich was aktualisiert haben und wir müssen, glaube ich, nochmal, ich weiß nicht, wie wir oben hin müssten oder hier unten irgendwo hin müssten, bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ja, bin mal gespannt. Das neue Heilmittel, beziehungsweise wir haben ja jetzt eigentlich das Heilmittel gefunden. Und was jetzt denn natürlich passieren wird, was ich auf jeden Fall jetzt machen werde, ist natürlich den Speicherer, ne? Ist klar. A Delay. Ausrufungszeichen Schrei gibt's gar nicht. Und Joel, natürlich mal noch an dich. Nee, wir werden nicht schlafen. Ach, wir können jetzt gar nicht speichern, ne? Okay, wir können nicht mehr speichern. Okay, dann weiß ich schon, wir müssen doch noch weitergehen. Ha, verdammt, ich wollte keinen Plot-Twist machen. Ja, wir gehen weiter. Verlassen das Dorf. Und wissen nicht mehr, wo wir hingehen sollen. Tja, was passiert?
Tower, come in. This is Jake Higgins. I got it. I got what everybody's been looking for. Did I hear you correctly? Say again, over. Yes. Yes, you heard me right. I have the cure. A cure? Oh my God, are you certain? I'll send somebody right away. You know how hard it is to get permission these days? Christ, is this really over? Just hurry. Wir haben die Map noch in der Hand gehabt. Das hat sich jetzt so ein bisschen dazwischen gepackt. So, und jetzt kommt er natürlich auf einmal ganz schnell angeschissen. Der Kollege. I wanted to say goodbye to you. You think I'm still waiting for you? So, ich muss es glauben. Ich weiß nicht, so viel Zeit ist vergangen. Ja, du bist eine Kämpferin. Also, die muss auf uns warten, oder? Ich hoffe es. Ich muss es glauben. Yes. You're a fighter. Oh. You know, you could always come back to me. I really hope that this won't be necessary. Hey, Mia? Ja, damit ist es wohl Zeit für ein Ende. Damit würde ich sagen, ich danke dir, würde ich sagen. Thank you. Goodbye. Mi amor. Ja, damit ist Mia weg. Leider gestorben. Durch uns. Ne? So, und jetzt kann ich natürlich nochmal sagen, nochmal wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und Joel, wegen deinem Account, einfach eine Whisper-Nachricht mit dem alten und neuen Accountnamen bei mir schreiben, dann kann ich das nachher ändern. So. Ist bei dir auch was irgendwie Prime? Nee, bei dir ist alles richtig. Ne? Und, genau, Check geht auch noch. Ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich. CreepyJar, gute Arbeit auf jeden Fall. Ne, das andere Ende. Na, ist jetzt nochmal so ein bisschen nochmal trauriger. Verdammt. Nee, aber sonst ein super Spiel. Wir haben ja auch ziemlich viel tatsächlich im Survival-Modus halt, verbracht halt. Und auf die Story jetzt ganz halt gewartet. Das nächste Ziel, worauf ich jetzt natürlich warte, ist natürlich der Multiplayer. Und ja, natürlich für die Leute bei YouTube oder so, die es dann später sehen, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Oder einen netten Kommentar halt, ne? Habt ihr das andere Ende auch gesehen? Ansonsten schaut auch bei mir in die Playlist halt rein. Ja, einmal Ende 1 und einmal Ende 2. Müsste das ja benannt sein, irgendwie in irgendeiner Art. Und ja, das war's mit dem kleinen außerplanmäßigen Stream. Denn ich wollte das auf jeden Fall halt noch auf dem Kasten halt haben. Und ja, ansonsten bedanke ich mich natürlich. Auch an die neuen Follower, ne? Eisenherz natürlich auch, herzlichen Dank. Und, ja, Joel Prime, natürlich alle, die immer sonst mit dabei sind. Na, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im nächsten Stream wieder. Und, ja, herzlichen Dank. Bis dann. Ciao.